Hallihallöchen, herzlich willkommen. Hier ist das Alupaka mit Lollipop Chainsaw und wir genießen gerade eine witzige Runde im Full Chi Fun Center. Wir haben hier ja schon gut Spaß gehabt mit den komischen ganzen Retro-Adaptionen. Einmal Pac-Man und einmal Elevator Action. Okay, das war jetzt enttäuschend. Ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar mehr Zombies rumkommen. Die muss ich jetzt zu Fuß töten. Boah, wie so ein Fußgänger. Igitt, igitt. Okay, hier so durchsägen bringt's auch nicht, glaube ich. Gut. Gegen den Einzelnen bringt es was. Autschi. Heiß. So. Ups, komm. Hauen wir hier erstmal noch einen Kopf ab. Gib mir deine Beine! Okay, er ist tot. What? Molotov! Oh, jo, was ist das denn? Geil. Oh, er hat sogar einen Namen. Zombies mit Ghetto Blastern verstärken andere Zombies. Gut zu wissen. Dieses Spiel ist echt durch. Das brachte gerade weniger als erhofft. Schwuppidi wuppidi wupp. Und durch und durch. Aui. Das war jetzt aber voll unsportlich. Ich muss Elvis umbringen. Hau mal ab. Der ging voll in die Klöten. Hoppala. Und, ups, Kopf ab. Von diesem Kissverschnitt. Hey, so. Der nächste Automat. Na, leck mich fett. Okay. Gucken, was wir jetzt spielen dürfen. Ich warte wieder auf Space Invader. Oh Gott. Das kenne ich doch auch, oder? Küken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Die Maschine sah schon so ein bisschen interessant aus. Space Invaders Tron, was kommt jetzt? Das sieht... Hoch. Was ist denn, was soll das jetzt sein? Hä? Pong! Nein, wir spielen Pong! Oh, fuck. Also ist es meine Vermutung, dass es jetzt Pong ist. Ja, es ist Pong. Meine Damen und Herren, wir spielen Pong. Und ich muss dabei die Zombies hier töten und dem weißen Ball ausweichen, weil der mich wohl ganz böse wegbumst. Das ist jetzt spontan meine Vermutung. Darum versuche ich gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen springt, mich hier durch die Gegend zu hüpfen. Ja. Bam! Ich hüpfe mich ja springend durch die Gegend. Ganz richtig verstanden. Weil nicht springend durch die Gegend hüpfen wird schwierig, glaube ich. Oh Gott, zwei mit HP-Leisten auch noch. Das sind die Ghetto-Blaster-Penner. Drei erwischt. Fein. Bewegung, Bewegung, springen. So, haben wir den zweiten auch noch Platte von denen? Oh je. Bam! Hey, ich bin raus. Nice. Keine Zombies mehr? Nö. Die Kugel nehme ich mal noch mit. Man weiß ja nie. Da ist noch ein Lollipop. Den nehmen wir mal auch noch mit. Ich kann mich nur wiederholen. Man weiß ja nie. Der ist in der Wand. Unsportlich. Kann ich den nicht irgendwie einreißen? Nö. Boah. Aber man kann hinten lang gehen. Okay, gehen wir weiter. Next Level, haha. Schauen wir doch einfach mal rein, was jetzt noch so kommt. Dün, 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 dün. Oh Gott, what? Ich bin scheinbar relativ in Dachnähe. Ich bin auf dem Dach, gut zu wissen. Da ist ein... Oh, Shop to Shop, wie es aussieht. Stirb, Elvis! Bring! Upp, daneben! Und daneben mal von meiner Seite. Oh, einmal schön durchs Gemächte durch. Das tut doch auch weh. Heiß! Ihn haben wir geköpft,
Ihn haben wir geköpft. Oi. Daneben. Oh, ich habe doch einen erwischt. Da sollte ich mal eben hingehen, bevor noch was passiert. Ui. Und, als man schmerzt ist, wenn man sowas sieht. Und dann dieser dezente Regenbogen dahinterher. Oh Gott, er ist... Das Fahrrad, das Geräusch, wenn Pac-Man verreckt. Was haben die genommen, mal ganz ehrlich? Ich meine, ich finde sowas ja immer ganz erfrischend. Aber auf sowas zu kommen, dann gerade in so einem Spiel mit so einem Setting auch. Mein Fresse, Leute. Was ist mit euch? Komm, wir benutzen doch die Kugeln so selten. So. Hier haben wir alle Zombies tot soweit. Oi. Door the Robot. Ach du Scheiße. Ups, verdammt, wo ist denn jetzt der Ghetto-Blaster, ne? Wesley. Tschüss, Wesley. Hey, drei auf einmal geköpft. Dankeschön für euer Ableben, Leute. Gebt mir Münzen. Oh, wo kam Elvis auf einmal hergesprungen? Kommt der immer noch aus dem Helikopter oder was? Oh, hier wäre ein Nick-Ticket, ein zweites. Ich weiß gar nicht, ob man mehr als eins haben kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Probieren wir es aus. Ja, kann man. Gut zu wissen. Da ich der eh so oft benutze. Herzchen, Herzchen. Oh, er weicht mir sogar aus, der Penner. Unschlumpfig. Zombies, die ausweichen. Das kennt man ja gar... Verrecke doch bitte mal. Zombies, die ausweichen. Ey, wo wohne ich hier denn? Stirb du bitte auch mal. Dankeschön. So, der Helikopter zieht ab. Wunderbar. Oh Gott, nein. Oh Gott. Was hat der vor? Och nö, oder? Okay, ich muss das Ding abblastern. Tschüss. In den Wasserturm und der ist leer. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Die Kugel nehmen wir wieder mit. Oh, das hat nicht schlecht gecasht. Einkaufen. Die Musik ist ganz gechillt, das muss ich zugeben. Okay, was tun wir uns jetzt? Tintenfischrolle. Mehr Gesundheit, danke. So. Ja, weil mit dem jetzigen Skillset komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Oh Gott. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Welches Spiel parodieren wir heute? Gucken wir mal. Bin ich jetzt mal gespannt. Was ist denn das? Was? Was ist denn das? Das ist auch so ein Retro-Game, glaube ich. Aber sagt mir gerade nichts, wenn ich da mal ehrlich bin. So ganz... Das ging wohl an mir vorbei oder so. Ich kann mir das gerade nicht zusammenreimen. Da war gerade ein UFO, was versucht hat, eine Kuh auf mich fallen zu lassen. Das ist defekt, aber richtig, Leute. Peng, 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 peng. Wenigstens die Musik entspannt. Da kommt das UFO wieder. Oh Gott. Hilfe. Ach, so ein Auto. Naturalmente. Wo kam denn das Auto her? Von dem Typen. Er schmeißt Autos aus dem Fenster. Also ich kriege ja heute echt die Krise noch. Da ist noch was. Ich warte darauf, dass mich noch irgendwas trifft jetzt. Aber irgendwie habe ich zurzeit noch Glück. Aber wer baut solche Häuser? Also ab davon, ne? Oh Gott. Okay, das Spiel wird echt... Es ist richtig verquer mittlerweile. Auf Nummer sicher gehen, das UFO eben durchlassen.
So. Och, Leute. Lasst mich durchs Ziel, bitte. Oh, ich habe das Ziel erreicht. Dankeschön. Goal. Interessant. Also, abwechslungsreich ist das Level hier auf jeden Fall. Das muss ich zugeben. Sehr abwechslungsreich. Okay, okay, okay. Gucken wir mal eben weiter, was jetzt noch so passiert. Dün, 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 dün. Wo bin ich denn hier? Okay, das ist jetzt wirklich das Dach. Oh, what? Oh. So. Ups, das war scheiße. Okay, das habe ich gerade leicht verrissen. Egal. Lollipop. Wieder zurück, das war's schon. Also, gut. Jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich hier hinten lang. Der Telefon klingelt, das ignorieren wir mal geflissentlich. Gut. Hier lang, hier lang, hier weiter lang. Lang, lang, lang. So, dann geht es hier. Gut. Ah, hier ist ein dezenter Eingang. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, wenn er aus dem Arsch kommt, gucken wir mal. Ich weiß nicht, bei dem Game hier geht mir das irgendwie besonders auf den Sack mit den Ladezeiten. Keine Ahnung, woran das liegt. Naja, egal. Ist ja nicht so, dass die Zeit drängelt oder so. Wir haben zwar die Zeit. Dum, 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 dum. Matter, baby. Didn't you like our phone SEXXX? That's a pity. What do you think? Dude, give us Rosalind now. And quit making fun of Stephen Hawking. He's a great man, you perv. I'm the pervert? You the one with a head hanging from your hip. I already told you, girlie. If you want to win your sister back, you have to play the game. Okay, interessanter Zombie. Erinnert mich so ein klein wenig an Simos aus Saints Row, falls jemand diese Person kennt. Okay. Au. Oh. Er hat mich mit dem UFO so richtig weggecheckt. What? What? Was war das denn gerade? Ich werde daraus irgendwie gerade nicht so ganz schlau. Ups. What? Er lasert mich ab mit dem Dingern? Was ist bei diesem Spiel? Oh, frick. Au! Fucking Lasers! Junge, Junge. Fuck. Komm jetzt hierher, Mann. Lasers. Ups, ich treffe ihn nicht. Au! Junge, du bist voll nicht schlumpfig. Oh, fuck, er hat Bomben ohne Ende. Junge, Junge. Au. Was ist das für ein kranker Typ? Daneben. Ich versuche die ganze Zeit, ihn mit dem Skill zu treffen, aber irgendwie säbel ich permanent daneben. Oh, jetzt muss ich schon mal die Treppe hoch. Um dann, danke, Blaster Bullets einzusammeln. Junge, hörst du mal auf zu werfen mit der Scheiße hier oder was? Das ist voll nicht schlumpfig von dir. Ja, gut, von hier unten kommt man da schlecht dran. Da muss ich wirklich, ups, hier einmal eben hoch. Nochmal ein paar von den Kügelchen einsammeln. Dann schießen wir da drauf. Wow, der lasert zurück, der Penner.
Josie. Ups, ich habe auch gerade meine Glitzerjagd aktiviert. Das missfällt mir jetzt, das gebe ich zu. Okay, egal. Komm jetzt hierher, du Bastard. Jetzt habe ich sie aktiviert, die Glitzerjagd. Komm, dann nutzen wir sie auch. Ach, wenn man rankommt. Gott, da ist er verschwendet gewesen. Passiert. Passiert, passiert. Jetzt komm her, du Schmuck. Ups. Au, au, au. Jose, komm hierher. Okay. Au, er hat mich wieder voll umgesäbelt. Junge. Der hat ein nerviges Schema, das muss man sagen. Gott, jetzt klappt der seine Treppen wieder runter, hoch, keine Ahnung. Gucken wir doch mal eben. Daneben. So, da haben wir ihn jetzt. Da ist jetzt schon mal das Erste. Der wird schätzungsweise auch mehrere Stufen haben, der gute Herr. Ja. Funky, funky. Okay. Was kommt nu? Flupp. Der Alte hängt da unten dran. Ganz geil. Okay. Okay, die Folge heute kriegt Überlänge. Ich habe keinen Bock, jetzt da einen anderen Schnitt reinzusetzen im Bosskampf. Oh jo, passiert. Dezente Überlänge. Oh, what? Alter, was? Das sieht interessant aus. Oh, da Kacke. Ich habe nur eine begrenzte Zeit, das zu machen. So, jetzt muss ich hier diese... Au! Die Dinger muss ich kaputt hauen, okay. Au. Ich muss aufpassen, die geben... Er gibt da gelegentlich Strom drauf. So, aber mit den Pompon-Angriffen kriegt man die Dinger gut kaputt. Super. Ja, das hat super funktioniert. Da hauen wir noch ein bisschen weiter drauf. Kaputt. Ups. What? Ist das seine Hand? Sein Kopf? Oh, ich shitty. Ist gut. Autsch. Danke für diesen subtilen Hinweis. Puffy, Puffy, kaputti. Komm hierher. Sehen wir doch nochmal eben durch. Okay, das war's. Doch gar nicht so viel Überlänge, wie es aussieht. Ja, gut. Die erste Phase war ein bisschen undurchsichtig, so sag ich mal, vom Schema her, aber war gut zu machen. You trusted what I said? I'm a mother freaking zombie. Drop the chainsaw now, ho. Hey, babe. For me. Go ahead, Julian. Weird voice guy. May it be to reggae for the Mario. Okay, das war doch mal ein relativ kurzes Level, wie ich das jedenfalls so empfinde. 21 Minuten insgesamt. Kann man mit arbeiten. Jo, das war das Fulci Fun Center. Das haben wir damit auch erledigt.
Und nun folgt die Cathedral, La Cathedrale. Ja, wie wir dann hier aufräumen, gibt's für euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Aua, ich habe mir gerade das Mikrofon halb im Kopf gerissen. Und sagt dann mal bis dann, Leute. Ciao.